hier ist Juni und wir spielen heute ein neues Spiel und zwar Detective Hank and the Golden Sneeze. Ja. Und mal die Maus hier kurz entfernen. Dann sehen wir auch das Menü. Das Spiel ist leider, glaube ich, nur auf Englisch. Ja, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Fangen wir einfach mal an und ich erzähle ein bisschen was darüber. Also, in dem Spiel spielt man einen Detektiv und es gibt verschiedene potenzielle Schuldige und man muss, glaube ich, herausfinden, wer den Golden Sneeze gestohlen hat. Soweit ich weiß zumindest. Und es hat jedes Mal, wenn man das durchspielt, ein anderes Ende. Ich glaube, es gibt insgesamt 9 Enden und verschiedene Spielverläufe. Und ja, lesen wir das hier mal. Ja, das wäre schon schön zu wissen, wie man das spielt. Ah, da gibt es sogar eine Erklärung zum Spiel. Perfekt. Okay, wir müssen also nach Hinweisen Ausschau halten. Und es wird viel zu reden geben. Gut. Ja, ich mag lesen. Ja. Ja, ich habe das davon noch nicht gespielt. Ich habe auch nichts dazu gesehen. Also. Oh. Stift. Hier und ein Stift. Holen wir das doch mal. Ein Stift. So. Dann können wir sogar mitschreiben. Bin ich aber mal gespannt, was man in dem Spiel hier mitschreiben muss. Naja, fangen wir einfach mal an. Stift mit. Schauen wir mal. Viel Glück. Danke. Ah, wir wählen also etwas. Ich würde sagen, wir nehmen einfach random und fangen einfach mal an, das zu spielen. Storyline 1. Perfekt. Ich weiß noch nicht, ob ich die alle durchspielen werde, weil es, glaube ich, relativ ähnlich sein könnte. Ach ja, ich habe das Spiel übrigens von dem Entwickler bekommen. Vielen Dank an der Stelle nochmal, falls ihr jetzt schaut. So, also wir müssen jetzt hier aufpassen, was passiert. Wir müssen uns auch um. Na gut, also in der Nacht bricht jemand ein. Was haben wir denn da? Seht ihr das? Ah ja, das sind, glaube ich, wir. Und das ist unsere Frau. Die sind ja, die sind ziemlich steampunk-mäßig angezogen. Mary. Nehmen wir das doch mal auf hier. Mary. Die könnte ja auf jeden Fall schuldig sein. Kaffee. Na gut, ihr holt uns jetzt erstmal einen Kaffee hier. Sie sagt, dass sie nicht früh aufgestanden ist. Na gut. Auf jeden Fall, glaube ich, auch ein lustiges Spiel. Ich hoffe, das geht hier nicht so schnell mit dem Text. Weil ich lese den ja auch dabei mit. Hören wir doch mal zu. Unsere Frau sieht auf jeden Fall nicht glücklich aus. Heißt das, dass sie schuldig ist? Ich weiß es nicht. Schatz. Ja. Der Hut, genau, auf den Hut habe ich gewartet, deswegen habe ich den Hank nicht erkannt, weil man den Hut nämlich auch schon, weil man den Hut nämlich auch schon am Anfang, glaube ich, in dem Intro irgendwo sieht. Wunderbar, okay. Wunderschöner Hut.
Ja, ich weiß nicht, ob der Typ irgendjemanden verprügelt, aber gut. T. Aha. Ah, Hank scheint seine Schwiegereltern also einigermaßen zu mögen. Aber sie stehen seine Kick. Letzte Woche. Bestimmt sind diese Sachen überhaupt nicht wichtig. Aber gut. Mal sehen. Ich glaube, es gibt 9 verschiedene Menschen, die schuldig sein könnten. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob die jetzt alle auftauchen. Sehen wir da irgendwelche hin? Ist da was anderes als vorhin? Ich glaube nicht. Der Abrams. Na gut. Der Abrams. Naja, dem scheint es ja zu gehören, aber vielleicht ist er ja selber schuldig. Und sich damit davon machen. Goldens. Aha. Es ist eine. Nase? Keine Ahnung, warum das jemand stehen sollte, aber gut. Ja, es hat wohl irgendwelche Kräfte. Vielleicht ist es auch nur ein riesiger Klumpen Gold. Ja, wenn das Ganze aus Gold ist, dann ist es natürlich. Ja. Ah, jetzt dürfen wir hier mal. Where were you? Ja, wo war der denn eigentlich? Ein Alibi ist ja immer gut. Einer Party. Müssten wir jetzt jemanden finden, der auch auf der Party war, der das beweisen kann, dass der Typ auf der Party war. Ich frage mich, ob wir auch visuelle Hinweise bekommen oder ob das nur die Gespräche sind, die uns da drauf hinweisen. Mehr Geld. Aha, der will also mehr Geld. Vielleicht hat er den Sneak verkauft, um mehr Geld zu bekommen. Gab es komische Aktivitäten hier? Komisches passiert? Nichts. Niemand war wochenlang in diesem Film. Vielleicht will er auch einfach das Ganze ein bisschen spannender machen, indem er das Ding selber stiehlt. Na gut, das ist einfach nicht interessant. Alles klar. Der goldene Sneeze. Vielleicht erzählt er uns ja ein bisschen mehr. 200 Jahre alt. Okay. Also jemand hatte eine Tochter. Die Tochter wurde krank vor Hunderten von Jahren. Sie wurde immer kränker. Und dann kam ein Mönch zu ihrem Haus. Und die Eltern gaben dem Mönch was zu essen. Und sie reden mit dem Mönch über die kranke Tochter. Aber der Tochter gab der. Nee, der Mönch gab der Tochter ein Taschentuch. Ah, und das Taschentuch, das macht sie sicherer. Und das Mädchen niest um. Golden. Ja, da muss ich. Das ist ein riesen Goldklumpen. Ich weiß auch gar nicht, ob das aussehen soll wie eine Nase. Für mich sieht es aber aus wie eine Nase. Okay, der Mönch geht. Die Leute haben. Verkaufen den. Sind nie wieder hungrig. Ja. Schön, wenn das so funktioniert. Achievements haben wir auch. Ja, die werden wir wohl kaum alle bekommen, aber gut. Eine andere Version. Die Tochter trank geschmolzenes Gold. Und hustete den Golden Sneeze aus, während sie. Nee. Ja, die erste Version finde ich auch ein bisschen besser. Ja, haben wohl genug gehört, wenn wir sonst nichts fragen. Ah, wir können das übrigens mit Controller spielen, was ich ganz cool finde, weil ich spiele gerne mit Controller. Ja. Oh, wen haben wir denn da? Den Policeman. Kann der überhaupt schuldig sein? Vielleicht wollte der sein Gehalt ein bisschen aufbessern. Was hat er gefunden?
gab also keine Zeichen, dass der da gewalttätig eingebrochen ist. Aha. Interessant. Schwarzer Stein, schwarzer Stoff. Das war's. Okay. Ich frage mich, ob der dann jedes Mal andere Sachen findet. Ja, wir haben genug gesehen. Vielleicht finden wir was. Ah, wo sollen wir hingehen? Im Museum? Did your usual subs? Okay. Nee, ich würde gerne mal ins Museum gucken, weil die gemeint haben, da haben sie Öl und schwarzen Stoff gefunden. Vielleicht sehen wir ja da irgendwas. Warte. Wer? 2000 Jahre alt. Wochenlang keine Besucher. Das ist ja sehr interessant. Das, was damit zu tun hat. Ah, wo sollen wir hingehen? Das Museum hat uns überhaupt nichts geholfen, oder? Was? Hm. Ah, okay. Wir schauen jetzt draußen. Also, vielleicht vom Dach? Oder der Tür, aber da bräuchte die Person ja einen Schlüssel, oder? Ah, jetzt gehen wir durch die Stadt, okay. Oh. Mädchen, und es hat schwarze Sachen. Die Leute sind ja sehr interessant angezogen hier. Dieses Mädchen ist cool. Hm. Schreib mir mal den Namen dieses Mädchens auf. Das ist ja irgendwie merkwürdig hier. Die hat schwarze Sachen an, die hat so cool. Oh. Hm. Ein Loch. Also sie gibt also zu, dass die es nie scheinbar ihr weggerannt und in ein Loch geflohen. Müssen wir eigentlich nur das Mädchen finden, oder? Suchen wir doch noch jemanden, bevor wir den Tag beenden. Kira. Oh. Sie hat nichts Schwarzes. Naja, wir könnten ja da mal ein bisschen an die ranmachen. Vielleicht erzählst du uns ja da mehr. Also ein Restaurant, aber ich weiß nicht. Öl und schwarzer Stoff, das passt ja irgendwie nicht mehr. Wenn man es trotzdem. Ach, die gehört zur Mafia, na toll. Die Tochter vom Mafioso. Ja, die bringt uns ja weiter. Jetzt machen wir sie ja trotzdem wütend. Oh Gott, das ist also eine super Finition. Versuchen wir uns auch weiter einzuschleimen, um da was rauszufinden. Ja, beantworte mal bitte unsere Fragen. Wow. Furchtbar. Ich habe nicht das Gefühl, dass die. Oh, da haben wir aber schwarze Kleidung. Vielleicht, wenn sie jemanden gezogen.
Hat das wir einen Anruf von unserem Büro. Naja. Fassen wir nochmal zusammen. Keine offensichtliche Stelle, wo der Dieb eingebrochen ist. Er war sehr vorsichtig. Wir haben ein bisschen Öl gefunden. Wir haben das Stück Stoff gefunden. Ich habe keine Besucher. Deswegen hat sich wohl in letzter Zeit keiner angeguckt. Und dann haben wir dieses Mädchen getroffen. Das Mädchen hat irgendwas, eine Explosion ausgelöst auf der Straße. Und dann wollte sie vor uns den Golden Sneeze. Warum sollte sie aber zu uns sagen, dass sie das will, wenn wir ihn haben? Das ist wirklich komisch. Vielleicht hat ein Feind von dem Mädchen das Ding gestohlen. Weil sonst bräuchte sie jetzt niemanden mehr explodieren lassen. Und jetzt müssen wir auf das Museum aufpassen. Na gut. Unsere Frau ist noch nicht da. Jetzt ist sie da. Oh. Mit unseren Schwiegereltern. Oh Gott, okay. Restlich. Peter, schreiben wir uns doch mal den Peter auf. Der ist mir gleich unsympathisch. Um wen haben wir da? Paul. Warte. Ihre Eltern? Na gut. Na gut, also da hängt schon die zu mir. Die kommen mir auch irgendwie nicht wirklich vor wie die Diebe. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen bei denen. Aber unsere Frau, also... Ja, die ist mir irgendwie so... Also alles, was die klauen, scheint blockiert zu sein. Wir gucken, wie die Tür klingelt. Ja, und... Ja. Er fragt uns jetzt erstmal über den Fall aus. Jetzt müssen wir gut darauf aufpassen, was wir sagen. Versuchen wir doch mal da ein bisschen zu schauen, ob damit irgendwas rausrückt, was wir noch. Ja, der Golden Sneak wurde gestohlen. Der Paul fragt sich, wie viel der wert ist. Immer noch beim selben Thema. Was ist damit? Ja, was ist mit dem Musik? Warst du letztens beim Museum? Ja, fragen wir das mal. Das ist merkwürdig. Der sagt, dass er letztens im Museum war, aber wir wissen doch, dass seit Wochen scheinbar niemand mehr da war. Komisch. Sehr komisch. Und coole Sachen haben die doch auch nicht ausgestellt. Ja. Sehr merkwürdig. Das ist komisch. Okay, die zwei sind sehr komisch. Also, das könnten wir doch. Peter und Paul, welcher war das hier? Das kommt mir verdächtig vor. Können wir den nochmal fragen, ob er sich sicher ist, dass da niemand. Und da ist die komische Mädchen schon wieder.
Was hat die in der Hand? Also könnt ihr die bitte dann. Also die scheint das Ding ja nicht zu haben, sonst würde die ja nicht wieder herkommen. Die bedroht also den Museumsleiter. Das Mädchen. Na gut, bis jetzt bin ich ganz sicher, wer da schuldig ist. Aber vor Chapter 2 machen wir jetzt mal einen Cut und ich sehe euch zum nächsten Mal wieder. Ciao!